ich erzähle gerne von meiner großen Liebe im Zweiten Weltkrieg. Wir waren Schüler damals, er machte Abitur und ich war 15 und wir haben uns kennengelernt in Schloss Brunn im Altmühltal, eine völlig idyllische Sommerfrische, so hieß das zu der Zeit, wo wir die Familien in Ferien fuhren. Ja. An der Altmühl entlang, ein wunderbarer, ganz ruhiger, dunkler Fluss, in dem wir geschwommen haben. Und wir waren also so eine Clique dort, viele Familien mit Kindern. Und ich weiß noch, wie Dieter, so hieß er, wie der ankam, mit seiner Mutter zusammen. Und wie zuvorkommend und höflich und freundlich er mit seiner Mutter war. Das hat mich tief beeindruckt. Also ein hübscher, junger Kerl. Und der kam sofort dann mit in unsere Clique. Wir waren so ein Rudel von 15, 14, 16-Jährigen. Da war er auch mit dabei. Und wir haben dann natürlich unsere Ferienspiele gehabt. Wir haben natürlich geschwommen. Man muss sich vorstellen, die Schloss Brunn liegt auf einem hohen Felsen, Kalkfelsen über dem Altmühltal. Und unten ist die Altmühl und dann bei Vollmondschein in der Altmühl schwimmen, beziehungsweise sich von der Altmühl treiben lassen bis hin zum nächsten Wehr und dann sind wir wieder raufgelaufen. Mhm. Also hochromantisch. Und unsere Spiele waren das auch. Wir haben also, es gab da eine Kegelbahn, wie das früher üblich war bei den Landgasthöfen, gehörten hier viel Kegelbahn dazu. Und da haben wir Jugendlichen Totscheiben gemacht zum Beispiel, weiß nicht, ob Sie das kennen. Also da geht es darum, dass man also so viel Kegel wie möglich wegkriegt und dann in Gruppen das verteilt, bis dann eine Gruppe ausfällt. Oder aber Paarscheiben. Da wurde dann geguckt, wer wen als Partner wählt und dann haben die zwei zusammen gekegelt und damit irgendein Resultat erreicht, sind ausgeschieden oder nicht. Und da war es natürlich wichtig, ob man nun genommen wurde, weil man gut kegelte oder ob man genommen wurde, weil man nett war. Ne? Und da spannen sich dann so diese Sympathien an. Dann haben wir abends in einem Nebenraum von dem Gasthof haben wir Pfänderspiele gespielt. Wenn man überlegt, was wir für Spiele gespielt haben damals als Teenies, da lachen die sich heute schief. Ne? Zum Beispiel wie war das noch? Ich habe gerade Schwierigkeiten, die Details mir zu erinnern. Jedenfalls, man musste was Bestimmtes vollziehen. Man musste zum Beispiel mit einem Spezi nach draußen gehen. Das war also so eine Aufgabe. Es war natürlich aufregend, wenn man ausgerechnet mit dem nach draußen geschickt wurde, wo die Sympathien liefen. Oder Frage- und Antwortspiel. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Haben Sie schon mal im Dunkeln geküsst? Und dann die Antworten, nur bei jedem Vollmond oder gehen Sie gern spazieren an jedem ersten oder also so ganz blöde Antworten. Und so. Aber wir haben gekichert und haben unseren Spaß gehabt. Man muss sich vorstellen, was das noch für ein Spannungsfeld war, wo noch gar nicht jeder alles über die Liebe wusste oder über Sexualität, oder, sondern man einfach nur merkte, oh, den mag ich, der mag mich, gell? Geht man vielleicht höchstens Hand in Hand mal spazieren, gell? Oder schwimmt eben die Altmühle. Ja, aber schön, romantisch. Ne? Ja, wahnsinnig romantisch. Gell? Und wie gesagt, der Dieter und ich, da war was. Und ich werde nie vergessen, er hatte einmal an seinem Polohemd einen Knopf ab. Und dann habe ich den ihm angenäht, aber nicht, dass er das Hemd ausgezogen hat, sondern an ihm. Er stand da und ich mit klopfendem Herzen vor ihm und diesen Knopf angenäht. Ich könnte diesen Raum, das war die Diele oben von dem Gasthof, mit den Einzelheiten, da war eine Truhe und ein Schrank, könnte das alles wie in einem Film wieder herholen und das aufgeregte Herzklopfen dazu. Und dann sind wir mal auch an der Altmühl gewesen und haben geschwommen und saßen dann nass und uns trocknend in der Sonne. Und dann hat er mich um einen Kuss gebeten und ich konnte das nicht. Ich war zu früh für mich. Ja. Da habe ich also ja, mich geziert, wie man so sagen würde. Aber es ging gar nicht anders, obwohl das volle Herz da war. Ja. Und wie er dann abgereist ist, er ist dann mit dem Fahrradl nach Nürnberg, da lebten er mit seinen Eltern. Ist mit dem Fahrradl wieder zurückgereist und dann habe ich ihm zum Abschied aus der Wiese ein kleines Vergissmeinnicht-Sträußchen gepflückt und habe ihm das dann gegeben. Und ich werde nie vergessen, wie ich ihm dieses Sträußchen überreiche, voller Abschiedsschmerz, mich noch zusammennehme, ihn auch noch vor mir sehe. Ich habe auch Fotos noch auf dem Speicher, genau ihm auf dem Fahrradl
Und wie er geschaut hat, also das, die Art, wie er geguckt hat, ist mir immer ans Herz gegangen. Und dann ist er abgeradelt und ich bin auf mein Zimmer gestürzt und habe mich heulend aufs Bett geschmissen. Aber die Geschichte ging dann weiter. Es war also nicht nur Ferienliebe, sondern wir haben uns dann getroffen. Ich glaube, das Jahr drauf in München. Er hatte einen Onkel in München, einen Kunstmaler. Und ich war mit meinen Eltern auf Ferienreise auch in München. Und dann sind wir natürlich im Hofgarten spazieren gegangen und haben im Hofgarten-Café Kaffee getrunken oder Tee, ich weiß das nicht mehr so genau. Aber ich erinnere mich nur, dass ich mir mit Vergnügen und völlig fehlgeleitet einen Blaubeerkuchen aussuchte, habe dann den natürlich mit Genuss gegessen und immer in dieser Liebeschwingung. Und wie ich heimkomme, sehe ich, dass ich blaue Zähne hatte. Und ich habe mich so geschämt und so schindiert, dass ich das gewissermaßen ihm angetan habe oder jetzt hässlich bin. Oder was. Also solche Sachen sind abgelaufen. So mit 15, 16. Dann haben wir natürlich fleißig Briefe gewechselt und er machte Abitur und es war selbstverständlich, dass er sich zu den Soldaten gemeldet hat. Und ich habe ihn dann in Nürnberg besucht, bin bei den Eltern gewesen und da passierte so die erste vorsichtige Annäherung. Ich weiß noch, wir waren in seinem Zimmer und er hat also einen Knopf von meiner Bluse aufgeknöpft. Aber das war schon alles. Das war schon genug der Aufregung und genug der, ja, wie soll man sagen, der Sexualität. Ja, und dann ist er in die Kaserne gekommen, zur Ausbildung. Dann habe ich ihn mal in der Kaserne besucht. Das war also auch sehr, wie soll ich sagen, eindrucksvoll ist gar nicht das richtige Wort. Dieses Kasernengebäude und die Soldaten da und die Uniform und das Graue und das Strenge und das, oh, das fand ich furchtbar. Und dann sind wir haben in Berlin gelebt, ich hatte ihn also von Berlin aus besucht und dann wurden in Berlin die Bombenangriffe immer schlimmer und dann mussten wir weg. Mein Vater hat gesagt, ihr müsst raus, hat uns einen Platz in Oberstaufen besorgt, wo wir in einem Gasthaus zwei Zimmer kriegten. Und da dann evakuiert waren, mit Koffern, nur so, was man gerade mitnehmen konnte. Und auf der Durchreise durch Nürnberg, von Berlin darunter, wollte ich ja nun unbedingt Dieter nochmal sehen. Denn er war kurz davor, an die Ostfront zu müssen. Dann hatte aber meine Mutter, die war Invalidin, hatte ein Holzbein, hatte sich beim Packen von den Koffern die gesunde Kniescheibe verrenkt. Man muss sich das vorstellen, also das eine Bein schon halbert und jetzt noch die Kniescheibe, sodass sie also nicht mehr richtig agieren konnte. Und es war einfach nicht möglich für mich. Ich war die älteste Tochter und zwei kleinere Brüder. Ich musste bei meiner Mutter bleiben, mit nach Oberstaufen und durfte nicht in Nürnberg aussteigen und die dann nochmal sehen. Und ich spüre es heute noch, wie ich da im Zug in Nürnberg, wir hatten 10 Minuten Aufenthalt, am Fenster stehe und also völlig zerfließe vor Sehnsucht, vor hingezogen sein, vor ja, ihn einfach nochmal sehen wollen und auch so diesen Abschiedsschmerz, er zieht im Krieg, da am Fenster stehe und ich muss im Zug bleiben, um meine Mutter, meine beiden Brüder zu begleiten. Ja, und dann ist er im Krieg, ist an die Ostfront gekommen und ist in der Nähe da unten von Sevastopol oder so, ist er dann gefallen. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Und meine Mutter, meine arme Mutter, musste mir die Nachricht überbringen. Das sehe ich auch in der Situation heute noch. Wie sie ins Zimmer kommt mit todernstem Gesicht. Und ich rührt mich jetzt noch an. Wie sie mir sagen muss, dass Dieter gefallen ist. Und ich weiß noch, dann war in Oberstaufen, war dann auch so eine Gedenkfeier für einen gefallenen Sohn des Ortes. Da haben wir dann da am Kriegerdenkmal gestanden und an die Grenze gebunden und es hat mich schier umgehauen. Gell? Auf der anderen Seite war es selbstverständlich, dass man tapfer war, also sich nicht dieser Trauer überlassen hat, sondern eben, es war ein Heldentod. Gell? Man war sogenannte Kriegsbraut oder was immer, was da für ideologische Sachen drumherum gemacht wurden. Jedenfalls, ich habe erst, ich glaube, es mit 70 wirklich meine Trauer leben können. Also wirklich spüren können, so wie jetzt eben spüren können, was das für ein Verlust war.
Und ich habe auch erst in den letzten Jahren nochmal reflektiert, was dann danach an Lieben kam. Ich habe nie mehr so geliebt wie damals. Mit dieser bedingungslosen Hingabe, obwohl ja nichts passiert ist. Gell? Aber dieses Bedingungslose, dieses Selbstverständliche, auch dieses Harmlose, dieses ohne Vorbehalte, ohne Wissen oder Spekulation, sondern einfach so, das ist nie wieder passiert. Das war einfach einmalig. Ja.